Ich kenne keine bessere Methode, das Teilalphabet zu lernen, als mit Lektion 1 im Grundlagenkurs. Ja, alles andere wäre gelogen, wenn ich euch jetzt hier was anderes erzähle. Deswegen für die, die das erste Mal dabei sind, es gibt keinen besseren Einstieg, als hier unter Lerninhalte Lektion zu gehen und die erste Lektion zu bearbeiten. Die ist ja auch kostenlos. Ja, jetzt seid ihr ja schon dabei. Aber und euch dann quasi durch die Lektion durchzuarbeiten. Der Hintergrund ist, dass ich sag's auch immer wieder in den Einsteigerseminaren, wenn ihr jetzt sagt, und das ist ja nachvollziehbar, wenn ihr eine neue Sprache lernen wollt, ach Moment, ihr seht das gar nicht, ne? Ja doch, hat funktioniert. Sehr gut. Wenn ihr eine neue Sprache lernt, sagt man immer, das ist die Grundlage von so einer neuen Sprache, natürlich das Alphabet. Und da setze ich mich halt hin und druck mir das aus bei Wikipedia und dann lerne ich den Scheiß. Ja, zu gut Deutsch. Das Problem ist nur, hier oben steht es auch, das thailändische Alphabet besteht aus 44 Konsonanten und 32 Vokalen. Das ist eine ganze Menge. Also es sind so viele Zeichen. Und wenn ihr jetzt den Fehler macht und euch hinsetzt, zum Beispiel auch mit dieser Übersicht hier, ja, die findet ihr unter Nachschlagen, Alphabet, und den Stück für Stück durchgeht, ja, und euch versucht, das irgendwie reinzuhämmern, das rate ich immer allen von ab, weil das schaffen wirklich die wenigsten. Das schaffen nur die ganz Hardcore-Disziplinierten. Und selbst da finde ich es schade, weil Teillernen viel mehr Spaß machen kann. Und das habt ihr eben dann im Grundlagenkurs, weil dann kommen dann schon nach den ersten Lektionen die ersten Wörter dazu. Ich glaube, in Lektion 3 schon die ersten einfachen Sätze. Ja? Lung Ying Mu, der Onkel erschießt die Schlange zum Beispiel. Und wenn ihr nach wenigen Stunden schon die ersten Sätze lesen, schreiben, sprechen und verstehen könnt, habt ihr eine ganz andere Energie aufgeladen und seid viel motivierter, als wie wenn ihr euch jetzt 4 Wochen hinsetzt und euch hier diese Schriftzeichen reinprügelt. Ja? Das wollte ich auf jeden Fall noch am Anfang sagen. Thank you.